Willkommen, liebe Leute, zurück zu The Evil Within. Ab geht's wieder durch den Spiegel. Ich sollte auch noch unter den Stuhl gucken, habt ihr gesagt. Was ist denn hier immer? Ist hier ist immer was? Oder meintet ihr den? Oh, tatsächlich. Nee. Nee. Das ist einfach nur unsere Gehirnwäsche. Nee. Kannst gleich wieder runtergehen. Meintet ihr den? Bin ich jetzt doof? Oder ist das schon zu spät? Tick-Tack. Das ist einfach nur das Gehirn, was man hier gleich wieder sieht. Ist hier irgendwas? Na, man kann ja hier auch die Pistole benutzen, ne? Gibt's hier auch was zu finden? Also, weiß ich gerade nicht, ob ihr irgendwas hier gemeint habt, aber ich sehe jetzt hier gerade nichts irgendwie. Da, glaube ich eigentlich auch nicht, dass hier irgendwas ist. Aber okay, wenn hier was ist, dann müsst ihr mir noch mehr helfen. So, ich gehe jetzt erstmal zurück. Vielleicht meintet ihr ja auch was anderes. Ich habe auch gehört, dass man, wenn man zu lange stehen bleibt und so, dann, Och, da kann man nicht. Ach, das ist der Haupteingang. Da sind wir durchgekommen. Ja, ist klar, dass das nicht geht. Wenn man zu lange stehen bleibt, dann kommt er auch, der Ruvik. Ich gehe mal nach oben. Und dann... Guten Tag. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Mach mal das Licht aus. Und nehme mal die Flasche. Hallo. Ich gehe mal die Leiter hoch. Vielleicht kommt da ja was. Oh, da ist auch noch grünes Gel. Oh, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich darf die... Oh, was haben wir hier? Oberes Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 24. Und mal nebenbei muss ich auch wieder auf die Kommentare achten, die ich hier auf dem zweiten Bildschirm offen habe, von den nächsten Schlüsseln. Da war der Tipp, ein paar Vasen im Raum, eine geköpfte Frau glupscht auf ein blaues Rad. Alles öde, könnte man vor Langeweile an die Decke gehen oder starren. Nummer 4 wäre, was ja durcheinander ist, das habe ich auch so vernommen. Habe ich mir aber auch schon gedacht, dass die Statuen nicht natürlich nach Reihenfolge gehen, sondern Hauptsache man beachtet es. Dann gibt es da noch im Falle des Falles, dass man nicht unter oder besser zwischen die Räder kommt, geradeaus in die Kammer, ein Blick auf die Anrichte neben der Tür, hoppla, erledigt. Und Schlüssel Nummer 5 weiß ich jetzt gerade nicht. Da habe ich gerade einfach mal Pech. Oh, hier kann man sich was anschauen. Was? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Sagt er da was zu? Hä? Kannst du das mal... Okay, die sind da alle irgendwie... Die haben da alle Tücher auf dem Kopf. Oder Säcke oder so. Und... Ich habe Angst, dass ich mich hier zu lange nicht bewege und dass Ruvik dann kommt. Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Dieses Symbol, was sie da im Hintergrund haben, hat man aber auch schon oft gesehen. Mach mal hier oben die Leuchte an. Im Moment scheint ja hier relativ freie Bahn zu sein. Wie sieht es eigentlich aus so mit Diddle-Diddle-Geschichten? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, wir müssen die Leiter wieder runtergehen. Ich könnte natürlich auch so ein gut hier so eine Explosionsgeschichte machen, aber... Ach, ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird doch bestimmt hier noch gleich kommen. Notfalls kann man ja aber auch nochmal nach oben gehen, ne? Hier nimm mal so eine Flasche mit. Ich mache mal das Licht wieder aus. Irgendwie habe ich hier doch ein bisschen Schiss. Das nehmen wir noch mit. Ich hoffe, die Tür bleibt offen. Oh, da ist einer. Da sind sogar zwei. Das ist natürlich doof. Was kann man da am besten machen? Explosionsgeschichten? Okay, da kommen ganz viele. Wir gehen mal die Leiter hoch. Die kommen nämlich jetzt. Das sehe ich schon kommen hier. Können wir was anderes verwenden?
Ach, Pistole könnte aber auch reichen. Genau, lad mal nach. Wenn die hier wieder hochkommen, dann können wir die wieder so nach und nach hochschießen, wie wir das schon mal gemacht haben. Oh. Komm mal hoch. Genau, das kennen wir ja schon, das Spiel. So, nächster bitte. Hier bin ich. Soll ich auf den schon schießen oder nicht? Komm mal her. Ja komm, dann machen wir es eben doch so. Er kommt schon. Okay. War klar, dass er wieder hochkommt. War klar, dass ich es nicht gleich schaffe. Jo. Haben wir es dann? Oh nein. Oh oh, jetzt habe ich ein Problem. Oh oh, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Geh mal runter. Wo kommt er? Ist er hier unten? Ist er oben? Ist er unten? Ist er oben? Nimm mal mit. Oh oh, diesmal habe ich es nicht geschafft. Wenn ich auf der Leiter bleibe, kommt der dann auch? Kann der eine Leiter klettern? So, es wäre doch lustig, wenn ich einfach auf der Leiter bleiben kann. Der Ruvik ist da. Der Arsch. Ja. Da hat er mich erwischt. Ha, ist immer aufregend, ne? Da zittern meine Hände schon wieder bald. Und darf ich das alles nochmal machen? Das ist ja ärgerlich, ne? Aber wahrscheinlich wäre er eh gekommen, glaube ich. Was rattert das denn hier jetzt so? So, wir laufen einfach wieder rein. Ich glaube, die sind da am Fressen einfach. Passt schon. Was haben wir hier? Oh, hier ist auch noch was. Da ist noch Muni. Lad mal nach. Kannst du das mitnehmen? Wunderbar. Da ist schön Schrotflinten-Muni. Das ist natürlich auch gut. Ich überlege halt gerade, was so am effektivsten ist. Aber so richtig... Keine Ahnung. So, da kommen sie. Das hat irgendwie nicht viel gebracht, ne? Was habe ich da gemacht? Keine Ahnung. Mach mal Licht aus. Jo, der war gut. Wo ist der nächste? Hast du mich schon gesehen, du Arsch? Komm mal her. Der war auch gut. Vielleicht sollte ich doch eher warten. Dann sitzen die Schüsse irgendwie besser. So, jetzt kommt der, glaube ich, wieder. Gleich. Oder auch nicht. Oh, nee, die leben noch. Oh, 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 oh. Okay. Da kommt der. Der Axtmörder. Och Mann. Okay. Da blieb mir nichts anderes übrig. Ist er tot? Ja. Wo ist Rubik? Der Arsch. Okay, ich habe eine Axt. Hol dir das Ding. Das Zahndingsrad. Da ist das Bild. Wir haben es nochmal gesehen. Wenn ich jetzt runtergehe, dann kommt er bestimmt gleich. Na, ich habe ein bisschen mehr Muni verbrezelt als am Anfang. Das ist schade. Aber okay. Was mache ich denn jetzt? Traue ich mich, das nochmal mit der Leiter auszuprobieren? Der soll mal kommen. Rubik.
Okay. Auch das dürfen wir nochmal ausprobieren. Keine Ahnung, ob das was wird. Geklappt. Sehr schön. Kannst du die Muni nochmal mitnehmen? Weil ist ja schade drum. Im Moment geht's noch, sonst gehe ich zur Leiter zurück, wenn der Arsch kommt. Das ist mir egal. Sammel alles ein, bitte. Und das nimmst du auch wieder mit. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Oh, das ist auch gut. Ein bisschen Glibber. Was haben wir hier so? Hallo. Hier ist ein Bett. Da kann man sich verstecken. Glibber. Okay, hier kann ich mich verstecken. Auch das habe ich bekommen als Tipp. Man kann sich vor Ruvik verstecken, aber trotzdem kann er einen auch kriegen. Da kann ich auch rein. Ist ja interessant. Notiz aus Ruviks Zimmer. Ich habe sie wieder gesehen, am Ende des Flurs. Ihr langes schwarzes Haar, schön wie immer, glänzend im Mondschein. Die Augen wie dunkle Teiche in ihrem Porzellangesicht. Sie trug ihr rotes Lieblingskleid, wie ein blutroter Sonnenuntergang. Wie eine Blutspur im schwindenden Licht. Laura, du kannst nicht tot sein. Okay. Was auch immer das heißt. Oh ja, das können wir auch gut gebrauchen. Schaut mal ruhig nach. Ich weiß echt nicht, wo ich am besten hingehe. Hier ist noch ein Schrank. Was haben wir hier? Oh. Geh da mal rein. Wenn ich mich jetzt nicht bewege, kommt er dann? Shit! Kannst du den mal anzünden? Okay, dafür nehme ich Pistolenmuni. Stirb! Okay, schön. Nimm den Glibber mit. Okay, und das Bett. Vielleicht kommt da ja noch einer. Oh, ich will das alles nicht nochmal machen müssen, Leute. Hoffentlich kommt... Jetzt kommt er. Nein, er kommt, er kommt, er kommt! Geh! Geh unter das Bett. Scheiße. Oh. Nein. Oh Gott, nein. Bitte lass ihn nicht unter das Bett gucken. Okay, wir haben es geschafft. Können wir rauskommen? Okay, komm raus. Puh! Puh! Ich habe irgendwo eine Bombe gehört. Was ist hier los? Okay, hier kommen irgendwelche. Schaffe ich die Bombe? Ich schaff sie. Was ist hier? Sind wir hier? Waren wir hier schon? Ja. Oh, da ist aber noch Glibber. Oh, ich will mir die Wege immer merken. Falls jetzt was ist und so. Mami, ich will nicht. Ich will das hier schaffen. Scheiße. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was soll ich machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was, warum? Was soll man denn da machen? Ich check's nicht. Muss ich alles nochmal machen? Es lief doch eigentlich ganz gut. Och nö. Och nö. Och Mann, jetzt mache ich das gleich alles nochmal und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Oh Gott, ich bin immer noch so aufgeregt, ey. Das ist abnormal, was dieses Spiel immer mit mir macht. Ich gehe erstmal wieder zurück. Ich habe zwischendurch mal gespeichert, wie ihr seht. Ruvik ist noch nicht gekommen, deswegen befürchte ich, er wird gleich nochmal kommen. Weil er einfach noch nicht gekommen ist. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil, ich es überhaupt nicht mag, vor ihm zu flüchten. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich glaube, oben habe ich jetzt alles eingesammelt. Ich lasse es hier einfach mal. Ich gehe jetzt mal da lang. Hier war ich schon. Da war ich eigentlich auch schon. Das entschärfe ich noch, wenn ich es schaffe. Und ich habe es geschafft. Das ist gut. Schauen wir doch mal weiter, was hier ist. Hier habe ich auch schon die Schublade durchforstet. Wir gehen weiter. In der Hoffnung, dass er nicht kommt. So, hier wieder dieselbe furchtbare Stelle. Und dann soll ich gleich da hinschießen. Da oben soll ich hinschießen. Puh. So, bitte lass Ruvik jetzt nicht kommen. Ich habe es gerade geschafft. Und jetzt soll ich auf eine Anrichte schauen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Irgendeine Anrichte. Kann ich die zerschießen? Nein. Ich habe gehofft, dass ich die Lampe zerschießen kann. Uff. Wenn man nicht zwischen die und hier geradeaus vielleicht. Ist hier irgendwo eine Statue? Ne? Er soll mal kommen, damit er da war. Irgendwie fühle ich mich besser, wenn er schon da gewesen wäre. Wenn man nicht zwischen die Räder kommt. Ist denn hier keine Shit-Statue echt? Das macht mich wahnsinnig hier. Was soll ich machen? Waren wir da schon? Waren wir hier bei diesem Gemälde? Oh, das habe ich noch nicht gehabt. Ich sehe hier gerade keine Anrichte. Es tut mir leid. Ist die hier vielleicht damit gemeint? Oh, hier haben wir was, was wir noch nicht hatten. Stimulation der kortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Angst? Hoffnung? Einwilligung? Vertrauen? Neid? Drei davon sind von zentraler Bedeutung, doch welche öffnet die Tür? Das weiß ich auch nicht. Komm, lass es die Anrichte sein. Ich habe immer echt Angst, mich hier... Ist hier ein Schlüssel gewesen? Aha. Das war irgendwie nix, oder? Hier ist noch was. Doch, war da was? Oh Mann, bin ich jetzt doof? Also für mich ist das eine gute Anrichte für irgendwas. Aber gut. Vielleicht das komische Ding hier aufschießen? Hm, das war nicht so schlau. Hat mich einer gehört? Achso, das hatten wir schon. Stimulation der kortikalen Region hier vielleicht? Maximaler Frequenz hat sich als nicht wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Das war knapp. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche... Ja, das hatten wir schon. Nein, zünde ihn an! Ja. Mist. Drei davon sind von zentraler Bedeutung. Ich zünde den Arsch an, echt. Geht doch. Hier könnte ich mich gerade gut verstecken. Irgendwie habe ich auch die ganze Zeit einen gehört. Schade, dass ich die Muni verbrezeln musste. Die Machete willst du nicht haben. Hier ist wieder eine Anrichte, aber die ist es anscheinend auch nicht. Geh da rein einfach, geh da rein. Okay, wir sind wieder da. Ruvik!
Ich würde sagen, ich speichere jetzt einfach nochmal. Es war aber kein zweites Gehirn, leider. Obwohl ich da oben jetzt schon viel abgegrast habe. Schade. Das Ding ist, wenn er halt kommt, dann kann ich gerade nicht speichern. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal zurück. Ich habe übrigens... Geht es Ihnen nicht gut? Oh. Was haben wir hier? Ruben, vermisst. Ruben Victoriano. Geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Ist aus Ruben Ruven geworden? Oder ist Ruben Ruven und ich check's nur gar nicht? Ich hatte jedenfalls den Stuhl noch benutzt. 1700 habe ich und ich habe die Pistolengenauigkeit noch verbessert gehabt. Zwischen dem Cut hier und der Aufnahme. Vielleicht gibt es ja noch was, was wir hier jetzt machen können. Mit 1700 lässt sich da irgendwas machen. Scharfschützengewehrmunition zum Beispiel. Und Streichhölzer auch. Das ist ja schon mal was. Dann mache ich die Gewehrmunition mehr vom Scharfschützengewehr. Das kann ja wohl nicht schaden. So. Nochmal der Blick hinter den Stuhl, aber hier wird nichts sein. Oh, es ist so echt der einzige Ort, wo man sich sicher fühlt, ne? Da entspannt man sich wirklich so innerlich ein bisschen, weil man das Gefühl hat so, pff, okay, bis hierhin habe ich es geschafft. Immerhin. Ich check's auch nicht so ganz, was hier los ist mit dem, mit diesen Testpersonen und mit ihm, der uns verfolgt. Und anscheinend wurde mit ihm auch was gemacht. Wir haben null Schlüssel. Aber hatten wir nicht noch hier... Genau, wir hatten noch Moni. Nimm die ruhig nochmal mit. Genau, steh einfach mal mit dem Kopf in der Tür. Davon haben wir auch noch drei. Das finde ich natürlich super. Vielleicht kann man auch mal zwischendurch wieder... Ach, Bolzen herstellen. Genau das wollte ich... mal wissen, ob wir da noch was machen können. So, Explosivbolzen immer. Gut. Können wir noch irgendwas herstellen? Ja, komm, ich... Explosiv ist immer gut. Einfach, weil wir mehrere kommen und so. Das war's aber auch schon damit. Warte mal. Kannst du da noch was... Nee, Blendbolzen haben wir genug. War noch irgendwo ein Fach, wo wir was übrig hatten? Ich vergesse das nämlich sonst, das Zeug. Also das geht auf jeden Fall auch. Nimm es mit. Nimm es einfach mit, so viel wie geht. Was ich halt noch wissen wollte, haben wir denn fürs Gewehr noch Muni? Haben wir. Das finde ich gut. Ich lasse aber mal trotzdem die Granate noch unten drin. Aber dann ist die andere schon mal nachgeladen. So. Da fühle ich mich doch gleich viel besser. Und dann würde ich sagen, speichern wir bei der Trolla mal ab und können wir hier noch irgendwas einsammeln? Ja. Wenn es auf der einen Seite was gibt, gibt es auf der anderen meistens auch was. Leichennah Landhaus gefunden. Identifizierung kann Wochen dauern. Außerhalb des Victoriano-Anwesens wurden 4 Leichen gefunden. An den Toten scheinen mehrere stümperhafte Operationen durchgeführt worden zu sein. Okay. Es ist etwas verworren noch alles für mich. Auch wenn sich so nach und nach was da zusammenbraut. Der kleine Junge ist ja auf jeden Fall dieser Ruben. Aber auch das mit seiner eigenen Familie verwirrt mich einfach. Ich speichere jetzt mal ab. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten hektisch aufregenden Part von The Evil Within. Und vielen Dank für eure Kommentare und Daumen hoch. Bis dann.